So, und jetzt sagen wir Hallo zu unserem nächsten Talk mit dem Titel Datenschutz für Neuländer. Unsere Referentin ist Beata, die seit 2009 Datenschutzbeauftragte ist, sogar selbst auch Datenschützer ausbildet und auch Anwältin in dem Bereich ist. Bitte sagt ihr Hallo. Hallo, Dankeschön. Hallo, ich freue mich sehr, hier sein zu können und über einer meiner Lieblingsthemen zu sprechen. Das ist der Datenschutz. Ich beschäftige mich schon etwas länger mit diesem Bereich und bin hier, um euch die Basics mitzuteilen. Also, was ist eigentlich Datenschutz und was ist Datenschutz nicht? Der Datenschutz ist ein sehr junges Rechtsgebiet. Ich würde fast sagen, so, mir fällt gerade spontan kein jüngeres Rechtsgebiet ein. Da wird natürlich noch sehr viel gebastelt und einer der Ergebnisse hatten wir dieses Jahr. Im Mai hat dann die Datenschutzgrundverordnung ihre Wirkung entfalten. Ich bin mir ganz sicher, dass jeder von euch davon erfahren hat. Und Datenschutz ist aber kein leichtes Rechtsgebiet. Deshalb finde ich das so wichtig und bin ich sehr froh, dass ich hier darüber reden kann, was so die Grundlagen sind. Mein Wunsch ist, und ich werde mir alle Mühe geben, dass wenn ihr den Raum, also wenn der Vortrag vorbei ist und ihr den Raum verlasst oder ihr den später angesehen habt, dass ihr ein bisschen sicherer seid in diesem Bereich. Datenschutz ist auch deshalb so kompliziert, weil die Anfänge nicht so ganz glatt waren. Also der Gesetzgeber hat sich nicht gleich hingesetzt und gesagt, oh, ich sehe hier Regelungsbedarf und höre die einzelnen Meinungen an, habe Gesetzgeber, die spezialisiert darauf sind, sich den Bereich umfänglich anzusehen und regel dann diesen Bereich. Das hat er nicht gemacht, sondern auf Landesebene ist es in Deutschland schon passiert, in Hessen als erstes, aber das ist mehr im Verwaltungsbereich gewesen und 1983 hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, es gibt ein Grundrecht auf Datenschutz, also ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Das bedeutet, ich habe ein Recht darauf, selber darüber zu bestimmen, zu entscheiden, wer meine personenbezogenen Daten hat, was er damit macht und mich auch dagegen zu wehren, das zu kontrollieren, das zu verbessern, nicht einfach Objekt zu sein, sondern Subjekt, ich kann damit reingehen in das Verfahren. Dahin komme ich nochmal. 25 Jahre später hat das Bundesverfassungsgericht noch einmal gesagt, dass wir ein zweites Grundrecht haben im Datenschutz, und zwar das Recht auf Vertraulichkeit und Integrität von informationstechnischen, kommunikationstechnischen Systemen. Ja, also ich nehme mal an, hier sind so über 2000 kommunikationstechnische Systeme drin in diesem Raum. Wahrscheinlich noch viel mehr. Und die sind alle geschützt, und zwar grundrechtlich geschützt. Also über unsere Verfassung, weil das Bundesverfassungsgericht das gesagt hat. Das ist das einzige Gericht, das etwas sagen kann, was dann Gesetzeskraft hat. Also Datenschutz hat das Besitzesfundament von zwei Grundrechten. Und jetzt gehen wir mal in die Praxis rein. Ich nehme meinen Schlüssel, meine Handtasche, meine Jacke und gehe raus und will mich mit Freunden treffen. Heute Abend Party und will vorher noch ein paar Besorgungen machen. Und bin privat, gehe auf die Straße und das Nachbarhaus hat Videoüberwachung. Datenschutzproblem. Ja? Und zwar einfach mal schon deshalb, weil ich muss an diesem Bürgersteig, muss ich langlaufen können, ohne überwacht zu werden. Weil ich habe ja ein Grundrecht. Und da hat das Amtsgericht Berlin-Mitte gesagt, ja, das stimmt.
Aber der Eigentümer hat auch das Grundrecht auf Eigentum, sein Eigentum zu schützen. Technische Überwachung ist eine Maßnahme, um Eigentum zu schützen. Kompromiss: ein Drittel des Gehwegs darf überwacht werden, zwei Drittel nicht, da müssen die Leute vorbeikommen können, ohne überwacht werden. Das heißt, an den Kameras sind die Kameras so eingestellt. Ich bin die Häuserwand. Ja. Und dann geht es aber weiter. Dann hole ich mir Geld. Wird aufgezeichnet, technisch aufgezeichnet. Dann hole ich mir ein Ticket. Dann springe ich in die S-Bahn rein. Dann werde ich da überwacht. Gehe raus, werde wieder überwacht. Also wo ich einsteige, wie ich da sitze, was ich lese, wo ich wieder aussteige. Dann gehe ich in ein Café, treffe mich mit jemandem. Leider hat sich das so entwickelt, dass sogar Cafés überwacht werden. Vor 50 Jahren war das noch anders, da konnte man dann in Ruhe sitzen. Was ich damit sagen will, im öffentlichen Raum ist die technische Überwachung sehr weitläufig. Und ich muss mich damit auseinandersetzen. Die erste Auseinandersetzung ist natürlich, dass ich mir das klar mache, dass es so ist. Und dann gehe ich abends auf eine Party. Ich bin immer noch bei dem Thema, was ist Datenschutz und was ist Datenschutz eben nicht. Und lerne Leute kennen und treffe Leute wieder. Und Datenschutz ist nicht, dass ich ihnen nicht meine E-Mail-Adresse gebe oder meine Telefonnummer. Sondern Datenschutz ist, dass ich nicht zur Belustigung von anderen Geschichten von meiner Arbeit erzähle, zum Beispiel. Ja, da fängt der Datenschutz an. Vor allem, wenn ich im sozialen Bereich tätig bin oder wenn ich in der Personalabteilung arbeite. Wir Menschen lieben es, uns Geschichten zu erzählen. Und wir sollen auch nicht davon aufhören, uns Geschichten zu erzählen. Das machen wir ständig. Ne? Aber wir müssen es anonymisiert machen. Ich darf die verrücktesten Sachen erzählen, die mir in meinem Leben passieren. Die meisten Sachen passieren halt auf Arbeit. Jeweils da, wo ich mit anderen Menschen zu tun habe. Das kann ich alles machen. Aber ich darf diejenigen nicht nennen, um die es geht. Also ich muss es anonymisieren. Hm? Okay. Viele denken sich sicher, dass der Datenschutz älter ist als diese paar Jahrzehnte, weil es ja schon immer Bereiche gab, wo Vertraulichkeit wichtig war. Also zum Beispiel, wenn ich zum Arzt gehe. Zum Arzt sind die Menschen schon immer gegangen. Und da ist ein Bereich zwischen Arzt und Patient, der geschützt ist. Und zwar über die Berufsregeln, ja, über das Berufsrecht. Genauso auch zwischen Anwalt und Mandant oder auch im Geldleihsystem. Das ist nicht Datenschutz, sondern das ist notwendig, damit man überhaupt seinen Beruf ausüben kann. Als Arzt muss ich meinen Patienten garantieren, dass ich nicht anderen Leuten weitererzähle, was bei mir in der Praxis passiert. Genauso auch der Anwalt kann nicht arbeiten, wenn sein Mandant nicht vertrauensvoll mit ihm reden kann. Datenschutz ist das, wenn dann eine dritte Person personenbezogene Daten hat, dass sie nicht damit wirtschaften darf oder nach eigenem Interesse diese Daten verarbeiten darf. Da fängt dann der Datenschutz an. Also auch bei Priester zum Beispiel, ja, gibt es auch ein Vertrauensverhältnis, aber dann, wenn er irgendwie technische Geräte benutzt und Daten speichert, zum Beispiel die Mitglieder, wer wann geboren ist, gestorben ist, ausgetreten ist, Heirat etc., das sind geschützte Daten. Ja, gut. Weil es so wichtig ist, dass man sich einigt, worüber man redet, gibt es Begriffe, die erklärt werden, die auch vom Gesetzgeber erklärt werden. Das nennt man Legaldefinition. Und wir haben, also ich habe mir hier vier wichtige Begriffe rausgesucht, dass, wenn man versteht, was das ist, dann hat man schon die halbe Miete im Datenschutz. Das sind einmal die berühmten personenbezogenen Daten, dann der Betroffene, der Verantwortliche und die Verarbeitung. Wir fangen mit den personenbezogenen Daten an. Der Datenschutz
hat so eine, wie so Beamte, Behörden etc., so eine ganz klare Zuständigkeit. Es geht nur um personenbezogene Daten. Es gibt ja viele Daten, die sind nicht personenbezogen. Ja, so eine Statik von einem Haus ist nicht personenbezogen. Ja. Nur wenn es darum geht, wer wohnt in dem Haus oder wem gehört das Haus oder wer zahlt das Haus ab oder wer ist der Gläubiger von dem Kredit von dem Haus, das sind personenbezogene Daten. Der Gesetzgeber sagt, dass personenbezogene Daten, die Auskunft über sachliche oder persönliche Verhältnisse von natürlichen Personen geben, und zwar identifizierte und identifizierbare natürliche Personen. Nicht von juristischen Personen. Nur dann wieder von juristischen Personen, wenn es um die handelnden Organe geht. Ja, wenn ich das mit einem Geschäftsführer zu tun habe, wenn ich es mit dem Leiter von der HR zu tun habe, wenn ich das mit dem Vertriebler zu tun habe etc., dann habe ich, wenn er mir seine Karte gibt oder wenn er mir auch noch dann so Sachen von sich erzählt, dann habe ich wieder personenbezogene Daten. Aber dann von den Organen, von der juristischen Person, nicht von der juristischen Person als solche. Die ist durch den Datenschutz nicht geschützt. Jetzt komme ich mal zu den Beispielen. Ist ein bisschen nerdig, aber ich möchte, dass ihr ein Gefühl dafür habt, was alles personenbezogene Daten sind und warum eigentlich sich so gut wie jeder mit personenbezogenen Daten beschäftigen sollte. Also wir erinnern uns, geschützt sind persönliche Verhältnisse und sachliche Verhältnisse. Da nenne ich ein paar Beispiele. Nummer 1, Name, Geburtsdatum und Alter und Anschrift. E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Foto, die Ausbildung, Beruf, Familienstand, Staatsangehörigkeit, religiöse oder politische Überzeugung, Vorlieben, im Flugzeug zum Beispiel oder im Hotel, ja, da gibt es immer Vorlieben von Leuten, die Sexualität, Gesundheitsdaten, Urlaubsplanung, Vorstrafen. Beispiele von personenbezogenen Daten. Dann sachliche Verhältnisse sind sowas wie Einkommen, Kapitalvermögen, Schulden, Eigentum von Haus, von Wohnung, Fahrrad, Schmuck etc. Das sind die sachlichen Verhältnisse. Durch die Datenschutzgrundverordnung hat sich das nochmal, erweitert, ist ein bisschen spezifischer geworden. Es gibt unter den Datenschutzfallen auch die ganzen Kennnummern, die wir haben. Also Sozialversicherungskennnummer, Steueridentifikationsnummer, Krankenversicherungsnummer, Personalausweisnummer, Matrikelnummer und die ganzen Datensätze natürlich, die sich dahinter verbergen. Dann weiter die Online-Daten, die IP-Adressen. Haben wir lange gestritten, ob dynamische IP-Adressen auch tatsächlich personenbezogen sind. Hat der Europäische Gerichtshof gesagt, ja, der Streit ist beendet. Dann die Geodaten, auch ganz wichtig, die wir natürlich immer wieder, also jeden Tag erzeugen. Dann Besitzmerkmale. Besitz ist die tatsächliche Sachherrschaft. Das heißt, bin ich Mieter, besitze ich halt die Wohnung. Ne? Also die Besitzmerkmale sind personenbezogene Daten. Werturteile auch ganz wichtig, sowas wie auch Bewertungen, halt Zeugnisse. Profiling fällt auch darunter, dann Kundendaten, Personaldaten, Gesundheitsdaten und am Ende schreibt sogar der europäische Gesetzgeber vor, dass auch physische Merkmale natürlich personenbezogen sind. Er nennt sie nochmal wie Geschlecht, Statur, Kleidergröße, Augenfarbe, Haarfarbe, Haarlänge, Hautfarbe. Das sind alles personenbezogene Daten, Beispiele für personenbezogene Daten. Ne? Okay, dann werden diejenigen, von denen diese personenbezogenen Daten vorgehalten werden, verarbeitet werden, Betroffene genannt, ja, die betroffene Person. Und als nächstes ist dann die Frage, was fällt alles unter die Datenverarbeitung? Datenverarbeitung ist zum Beispiel erheben, erfassen, speichern, anpassen oder verändern, auslesen, abfragen, organisieren und ordnen. Da ist ja dieser
dieser Witz von den Anwälten in den Social Media, der da rumgelaufen ist, passt genau dahin. Die haben halt gesagt, sie haben lauter Visitenkarten und schmeißen die dann bei sich in die Schublade und ordnen das gar nicht. Und dann fällt, ist es keine Verarbeitung und dann fällt es nicht unter die Regelung der Datenschutzgrundverordnung. Kann man gerne so machen, dann kann man die aber natürlich auch gleich wegschmeißen und kann man nicht mehr gebrauchen. Also wenn ich irgendwas suche, dann nehme ich mir die wieder und ordne die. Also verarbeite ich die halt wieder. Weiter sagt der Gesetzgeber, auslesen, abfragen, verwenden, Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, abgleichen, verknüpfen, einschränken, löschen und vernichten. Ich habe jetzt den Gesetzestext wiederholt. Das Ergebnis ist, egal was ich mit personenbezogenen Daten mache, ich verarbeite sie. Ja. Also ich komme da nicht raus mit, naja, ich habe ja nur das irgendwie so ein bisschen gemacht. Ja. Selbst wenn ich sie ordne, komme ich in die Regelung rein. Und verantwortlich ist derjenige für die Datenverarbeitung, der über Zweck und Mittel der Verarbeitung selber entscheidet. Ein Beispiel dafür, ein Mitarbeiter ist weisungsgebunden, kriegt von seinem Arbeitgeber gesagt, was er mit personenbezogenen Daten zu machen hat. Dann ist der Arbeitgeber der Verantwortliche. Zieht aber der Mitarbeiter personenbezogene Daten von den Kunden oder Personaldaten von seinen Mitarbeitern ab und wirtschaftet mit ihnen oder belustigt eine Party, dann ist er selber verantwortlicher dafür. In dem Moment wird er verantwortlicher im Sinne der Datenschutzgrundverordnung, weil er außerhalb der Weisung von seinem Arbeitgeber handelt. Und ihn treffen natürlich auch die dazugehörenden Sanktionen. So, jetzt habe ich euch den Sachverhalt dargelegt, also darum geht es, inhaltlich im Datenschutz. Und der Gesetzgeber hat auf diese Art und Weise reagiert. Er hat eine sehr strenge Struktur geschaffen. Die nennt sich präventives Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Das bedeutet, es ist präventiv im Vorfeld, nicht repressiv, nicht wenn irgendein Schaden entstanden ist, wird der Gesetzgeber tätig, sondern vorher ist doch gar nichts passiert. Präventiv sagt er, ich verbiete es, personenbezogene Daten zu verarbeiten. Es sei denn, es gibt eine Erlaubnis, eine kodifizierte Erlaubnis, auf die sich jemand berufen kann. Das ist was, was in unserem Rechtssystem etwas aus der Reihe schert. Normalerweise haben wir Blacklists, das heißt, wir haben ganz klare Verbote. Und wenn die Verbote, wenn das, was ich machen will, nicht festgeschrieben ist, dass ich das nicht darf, dann darf ich es halt machen. Im Datenschutz ist es anders, wie übrigens genauso im Baurecht. Es liegt daran, dass die Gefahren, die mit dem Datenschutz verbunden sind, so groß sind und der Gesetzgeber das eindämmen möchte, der europäische Gesetzgeber, genauso auch da, wie der Bundesgesetzgeber davor. Das hat sich nicht für uns in Deutschland hat sich das nicht geändert. Also brauche ich, wenn ich einen dieser ganzen personenbezogenen Daten, die ich vorgelesen habe, ich erzählt habe, verarbeiten möchte, dann brauche ich eine Erlaubnis. Und für die private Wirtschaft gibt es so im Großen und Ganzen, es gibt immer Ausnahmen, Jura ist kompliziert, ja, aber von der Basic gibt es 4 Erlaubnistatbestände. Größter Erlaubnistatbestand ist der Vertrag. Innerhalb von einem Vertragsverhältnis kann ich genau die Daten erheben, also die Daten verarbeiten, die ich tatsächlich auch benötige, die erforderlich sind für dieses Vertragsverhältnis. Dazu gehört die Anbahnung des Vertragsverhältnisses, die Abwicklung und natürlich auch die Archivierung zu buchhalterischen Zwecken. Das ist der allergrößte Erlaubnistatbestand, den wir haben. Man sollte immer, wenn man personenbezogene Daten verarbeiten möchte, gucken, ob wir das über die Vertragsbeziehung schaffen. Danach kommt die Einwilligung, und zwar entweder oder. Die beiden Erlaubnistatbestände gehören nicht zusammen, sondern sind voneinander getrennt.
wenn ich einen Vertrag habe und ich will Daten erheben, die für das Vertragsverhältnis nicht erforderlich sind, dann darf ich es nicht. Ende. Ja? Da ist wieder das Verbot. Und nur außerhalb von Vertragsverhältnissen kann ich mit der Einwilligung arbeiten. Die Einwilligung ist streng, das ist eine informierte Einwilligung. Der Gesetzgeber sagt, Betroffene, du musst wissen, was da passiert, wer verantwortlich ist, was er damit macht, welche Daten, und dann musst du einwilligen. Dann gibt es noch als dritter Erlaubnistatbestand die gesetzlichen Verpflichtungen. Es gibt viele gesetzliche Verpflichtungen, die Personalabteilungen wissen das, zum Beispiel, dass man verpflichtet ist, personenbezogene Daten zum Beispiel ans Finanzamt zu übermitteln oder an die Krankenkasse oder Ähnliches. Das ist die dritte Kategorie von Erlaubnistatbeständen. Und als letztes die Interessenabwägung. Und das ist schwierig. Aber fast sämtliche technische Überwachungsmaßnahmen fallen unter diesen Erlaubnistatbestand. Man muss abwägen. Man muss sich angucken, wieso soll hier technisch überwacht werden? Und was ist der Impact für diejenigen, die überwacht werden? Wie viele sind es eigentlich? In welchen Verhältnissen sind sie? Sind sie am Arbeitsplatz oder sind sie auf offener Straße oder sind sie im Kino? Sind sie im Café? Sind sie im Krankenhaus? Und dann hat man diesen beiden Seiten sich angeguckt und man wägt ab. Man macht eine Interessenabwägung. Und selbst Juristen, die das seit 30 Jahren machen, fällt es immer wieder schwer, die Interessenabwägung. Da muss man genau sich das angucken und man muss begründen, warum ein Interesse dem anderen überwiegt und am besten nach Kompromissen suchen. Kompromissen suchen, das heißt Überwachungsmaßnahmen, die nicht so tief in die Grundrechte eingreifen. Ja. So, das sind die vier Erlaubnistatbestände gewesen. Und ein prominentes Beispiel will ich hier auch nochmal ansprechen, das ist das Kunsturhebergesetz. Darüber wird auch viel gesprochen, wurde viel gestritten, ob das Kunsturhebergesetz überhaupt noch im Datenschutz gilt. Ist ja auch nur ein Paragraph im Kunsturhebergesetz, der datenschutzrechtlich wichtig ist. Also die Frage, wann darf ich überhaupt jemanden fotografieren, weil es gibt ja das Recht am eigenen Bild. Und dann, wenn er eingewilligt hat. Nicht schriftlich, muss nicht, kann man natürlich, um sich abzusichern, kann man natürlich auch schriftlich einwilligen. Aber jeder Fotograf, der Menschen fotografiert, sollte darauf geschult sein, dass es das Recht am eigenen Bild gibt. Es gibt keine Situation, wo man das Recht am eigenen Bild verliert. Es gibt nur Situationen, wo wirklich die Interessen von demjenigen steigen. Zum Beispiel, wenn man im geschützten Raum ist, zum Beispiel, wenn man Alkohol trinkt, wenn man mit seinen Freunden zusammen ist, wenn man spielt, wenn man ausgelassen ist, da steigen dann die Interessen und geringer sind die Interessen, wenn die Leute an öffentlichen Plätzen sich aufhalten, in öffentlichen Veranstaltungen sind oder wenn sie eben Personen des öffentlichen Zeitgeschehens sind. Dann können sie im Rahmen ihrer Berufsausübung natürlich auch fotografiert werden und veröffentlicht werden. Das Wichtige ist, dass man die Einwilligung von dem, den man fotografieren will, mindestens durch Blickkontakt herstellt. Man läuft nicht rum und fotografiert Leute in irgendwelchen Situationen, weil sie haben ein Recht, darüber zu bestimmen, Selbstbestimmung, wer Fotos von einem hat und wo die veröffentlicht werden. Das heißt, man muss immer kommunizieren. Es ist ganz klar, wenn jemand sich wegdreht oder wenn man die Hand vors Gesicht nimmt, dass derjenige nicht fotografiert werden will. Und auch im Nachhinein, wenn er das alles, man muss nicht in jeder Situation seine Rechte sofort verstehen und sofort perfekt reagieren. Man kann auch im Nachhinein dann kommen und sagen, nee, das fand ich nicht so gut, ja, das habe ich nicht mitbekommen. Dann werden die Fotos gelöscht und da wird nicht diskutiert. Es gibt keinen Streit, wenn wir das Recht am eigenen Bild der anderen Menschen achten. Okay. Und ganz wichtig, es gibt den Beruf Modell. Ne? Das heißt, wenn ich jemanden fotografieren möchte, um damit für meine eigene Sache zu werben, dann muss ich das anerkennen, dass der andere eben dafür auch entlohnt wird. Ja? Ein Entgelt dafür bekommt und das muss ich mit ihm absprechen. Es gibt feststehende Berufe, ist klar. Und wenn ich schon in dem Bereich bin, wo es aktuell ist,
möchte ich auf das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb eingehen. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere schon mitbekommen hat, dass ich mich ja mit Abmahnungen beschäftige und nicht der Meinung bin, dass Abmahnungen im B2C-Bereich was zu suchen haben, sondern nur im B2B-Bereich, also innerhalb des Wettbewerbs, also kommt ja auch aus dem Wettbewerbsrecht. Und das ist, war ja, naja, im Frühling. Im Frühling 2018 habe ich damit verbracht, mir die Ideen zu hören und durchzulesen, dass ja aufgrund der Datenschutzgrundverordnung jetzt wieder ein neues Rechtsgebiet ist, wo ordentlich abgemahnt werden kann. Vor allem soll das, ja. Es sprechen drei Argumente dagegen. Nummer eins, das Schutzziel von der Datenschutzgrundverordnung ist nicht Wettbewerbsrecht und nirgendwo taucht auch eine Marktverhaltensregel auf, sondern der Gesetzgeber sagt, die Datenschutzgrundverordnung ist ein Schutzgesetz für die Rechte und Freiheiten von natürlichen Personen. Und natürlich, weil es eine europäische Verordnung ist, dann noch der freie Datenverkehr. Ja. Aber Zielrichtung ist ganz klar Schutz von Betroffenen, dass ihre personenbezogenen Daten nicht missbraucht werden. Kein anderes Schutzziel steht da. Weiter haben wir so einen Katalog von Rechtsbehelfen, Haftungen und Sanktionen, wenn gegen die Datenschutzgrundverordnung verstoßen wird. Und dort taucht nirgendwo der Begriff Abmahnung auf, wird auch nicht umschrieben. Und als allerletztes Argument, wenn sich irgendjemand nicht an Recht und Ordnung hält, seit wann kann der dann abgemahnt werden vom Wettbewerber? Also wenn jemand seine Steuer nicht zahlt, gibt es auch nicht die Möglichkeit, dass jemand abgemahnt wird. Oder wenn jemand eine Straftat begeht oder etc. Ne? Also der Gesetzgeber muss es schon ausdrücklich regeln, und zwar im Bereich des Wettbewerbsrechts, dass hier abgemahnt werden kann. Also ihr seht, ich bin nicht dafür. So, und wir haben die Informationspflichten, war auch großes Thema, finde ich sehr verkanntes großes Thema im sozialen Bereich. Informationspflichten sind notwendig, weil ich sonst nicht erfahre, was mit meinen personenbezogenen Daten wo passiert. Also worüber muss ich informieren? Konkret, welche personenbezogenen Daten oder Kategorien von personenbezogenen Daten verarbeite ich? Ja, also so, wenn ich angegriffen werde oder wenn mir Eigentum weggenommen wird oder der Besitz entzogen oder mir die Religionsfreiheit streitig gemacht wird, jetzt wenn die Institution Ehe eingegriffen wird, das kriege ich alles mit. Aber Angriffe auf den Datenschutz, also auf meine Daten, bekomme ich nicht mit. Das heißt, ich bin darauf angewiesen, dass jemand anderes mir erzählt, hier, hör zu, das und das mache ich. Also die und die personenbezogenen Daten erhebe ich, verarbeite ich und dann zu welchem Zweck? Ja, wir haben ja die strenge Zweckbindung in der Datenschutzgrundverordnung jetzt auch. Wir haben ein Verbot der Vorratsdatenspeicherung. Das ist noch mal strenger geworden, als es vorher im Bundesdatenschutzgesetz drin war. Jedes Datum ist an einen Zweck gekettet. Ja. Ich habe keine personenbezogenen Daten nach der Datenschutzgrundverordnung, die ich vielleicht irgendwann mal für wirtschaftliche Zwecke nutzen kann oder für private Zwecke. So, das verbietet die Datenschutzgrundverordnung. Die Datenschutzgrundverordnung ist großartig dabei, Sachen zu verbieten. Ne? Und wenn ich dann weiß, welche Daten von wem, von wer ist der Verantwortliche, also Name und Adresse und Kontaktdaten, personenbezogene Daten zu welchem Zweck von mir verarbeitet und ich das nicht in Ordnung finde, dann habe ich Rechte und darüber muss auch informiert werden. Also über den Sachverhalt, was passiert mit dir, ja, mit wer du bist, wo du bist, was du kannst, was du nicht kannst, ja, wo du Probleme hast, so diese Daten habe ich. Und dann muss ich sagen, hier, das mache ich und du hast noch folgende Rechte. Du hast ein Auskunftsrecht,
du hast ein Berichtigungsrecht, du hast ein Löschungsrecht, du kannst dich dagegen wehren. Vor allem hast du das Recht darauf, das Ganze zu korrigieren zu lassen. Grundrechte sind in erster Linie Abwehrrechte. Es gibt, also Abwehrrechte, das ist dieses typische, der Bürger wehrt sich gegen Angriffe vom Staat, gegen staatliche Datenverarbeitung. Aber es gibt auch die Drittwirkung. Natürlich habe ich die Grundrechte auch gegenüber privaten juristischen Personen. Und diese Rechte, die muss ich auch tatsächlich wahrnehmen. Wenn ich sie nicht wahrnehme, dann fallen die halt weg. Es gibt andere, die für uns diese Rechte erkämpft haben. Vor allem diese Tausenden, die 1983 oder davor natürlich, aber für diese Verfassungsbeschwerde sich gegen den Zensus gewehrt haben und Massen an Verfassungsbeschwerden eingereicht haben, damit staatliche Organe nicht personenbezogen, also diese ganzen, wie man gerade lebt, wo man lebt, in welchen Situationen man sich befindet, diese Datensätze nicht anonymisiert verarbeitet. Das heißt, viele vor uns haben für uns den Datenschutz erkämpft und wir müssen in diese, oder ich wünsche mir, zumindest ich mache es, es wäre super, wenn ihr das auch macht, in diese Fußstapfen treten und zusammen dafür sorgen, dass Datenschutz halt lebt. Natürlich ist es schwierig, also vor allem haben wir viele Bereiche, wo man überhaupt erstmal rauskriegen muss, was tatsächlich da passiert. Ja, die Sachverhaltssammlung ist im juristischen Bereich einer der wichtigsten. Ich würde sagen, 80% muss man da investieren von der ganzen Zeit, von der ganzen Bearbeitungszeit, um herauszubekommen, was der Sachverhalt ist, was tatsächlich wirklich passiert und was halt auch nicht passiert, was nur erzählt wird. Und dann muss man sich angucken, was kann man tatsächlich machen, welche Werkzeuge habe ich vom Gesetzgeber in die Hand bekommen, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt und wie kann ich da tatsächlich eingreifen und dafür sorgen, dass ich eben in der Datenverarbeitung Subjekt bleibe und nicht Objekt. Und jetzt bedanke ich mich und stehe natürlich für Fragen weiter zur Verfügung. Vielen Dank. So, wir haben 7 Minuten für Fragen. Ihr kennt das Spiel. Wir haben 5 Mikrofone. Stellt euch einfach an. Und wenn ihr im Internet seid, ist das auch kein Problem, denn wir können das Internet vorlesen, so wie es sich gehört. So, dann fangen wir doch einmal mit Mikrofon 2 an, bitte. Vielen Dank für den Talk. Ich habe mal eine Frage, wie kann ich anderen helfen, ihre Informationsrechte wahrzunehmen, insbesondere gegenüber Firmen, wo sie vielleicht gar nicht wissen, dass diese Firmen ihre Daten gespeichert haben? Interessante Frage, wie kann ich helfen? Die erste Hilfe ist ja immer, Informationen zur Verfügung zu stellen. Leute, die du kennst oder die du nicht kennst? Meiner Oma. Deiner Oma. Ja, sehr gut. Man kann sich, also indem du, also du musst natürlich mit ihr reden. Also du musst herausbekommen, mit welchen Firmen sie Kontakt hat. Also vor allem, Oma, das ist tatsächlich auch ein großes Thema. Da gibt es ja ziemlich viele Betrugsversuche. Ich würde damit Nummer 1 anfangen, sie aufzuklären, wo es Gefahren gibt. Ja. Nummer 2, mir mit ihr mal auch die Unterlagen durchgehen, mit welchen Unternehmen sie tatsächlich zu tun hat und dann zusammen anschreiben. Immer auf das Recht aus Auskunft pochen, also das halt durchsetzen. Die 3 Sachen, also sensibilisieren, weil sie kennt das Rechtsgebiet bestimmt nicht. Dann wird sie von sich aus, ist es wahrscheinlich also sehr, sehr schwer, dass sie da Berührungspunkte hat.
Sie ist damit auf jeden Fall nicht aufgewachsen und mit ihrer Hilfe herausbekommen, womit habe ich es denn zu tun, mit welchen Firmen, mit welchen Bereichen? Ja, habe ich das wahrscheinlich sowieso auch mit Krankenkassen, so, weil es wahrscheinlich dann auch zu tun haben. Und dann die Daten sammeln und dann natürlich kontrollieren, ob das alles in Ordnung ist, was da passiert. Und sich melden, Korrektur verlangen, Berichtigung verlangen oder Löschung geben verlangen. Vielen Dank, vielen Dank. Einmal der junge Mann an der 1, bitte. Sie haben vorhin das Café um die Ecke angesprochen. Ich hab's. Bitte? Ja, das ist ein Problem. Sie haben das Café um die Ecke angesprochen. In meiner Heimatstadt ist es so, dass viele Restaurants und auch kleinere Einzelhändler ihre Räumlichkeiten überwachen müssen mit einer, sondern mehreren Kameras. Und ich denke, es müsste im Eingangsbereich deutlich darauf hingewiesen werden. Ja. Wenn ich die Inhaber darauf an, wird häufig damit argumentiert, sie wüssten nicht, dass sie das tun müssten oder die Kamera würde ja gar nicht aufzeichnen. Ich könnte mich auch gerne selbst davon überzeugen. Wo oder so bin ich nicht glücklich mit der Situation? Was kann ich denn konkret tun, dass sich etwas in meiner Stadt ändert? Also die beiden Argumente, die sind falsch. Also, dass man sagt, man kennt die Gesetzesregeln nicht, helfen nicht, niemals. Also der Spruch, der gilt unverändert, Dummheit schützt vor Strafe nicht. Da hat man keine Chance. Man muss sich in die Lage versetzen, die Informationen zu bekommen, was darf ich und was darf ich nicht oder was muss ich nicht. Also wenn ich Videoüberwachung überhaupt technisch, ich glaube, Videoüberwachung ist sowieso ein alter Hut immer mehr. Also es geht wirklich in andere technische Bereiche rein. Wenn ich die Überwachung mache, also RFD zum Beispiel, muss ich darüber informieren. Ja, also da muss ein Aushang hin und zweitens, selbst wenn es Monitoring ist, es ist genau der gleiche Impact, wahrscheinlich sogar noch mehr, weil da kann ich hundertprozentig davon ausgehen, dass sich das halt überhaupt irgendjemand anguckt. Ne? Und helfen tun die Aufsichtsbehörden, es ist deren Job. Deshalb gibt es sie, sie sollen unabhängig sein, sind sie jetzt auch mittlerweile, gab es auch lange Jahre Probleme, dass die Aufsichtsbehörden eingegliedert waren in die Regierung, macht keinen Sinn, muss raus, sind auch und jeder Bürger kann sich an die Aufsichtsbehörden wenden und das sagen, dass es nicht in Ordnung ist. Und dann sie haben ein Recht darauf, dass die Aufsichtsbehörden darauf reagieren, Termine setzen, wann hier die Fragen beantwortet werden. Und dann geht auch jemand von der Aufsichtsbehörde auf den Verantwortlichen zu, der diese Überwachung macht und setzt es halt durch. Es gibt ja einen Sanktionskatalog. Und wir wissen ja alle, dass die Bußgelder wirklich empfindlich mittlerweile sein können. Einmal noch ganz schnell die 1, bitte. Danke. Das gilt also auch, wenn gar nicht überwacht wird und die Kameras nur Attrappen sind. Wenn ich eine funktionierende Kamera habe, dann habe ich einmal das Aufzeichnen. Oder ich habe das Monitoring, also da sitzt dann jemand oder mehrere an dem Bildschirm und überwachen das. Oder Attrappen. Attrappen ist so ein bisschen, also im öffentlichen Raum sind Attrappen nicht so wild, da ist der Impact nicht groß. Was wichtig ist, ist in geschlossenen Räumen, weil diejenigen, die unter diesen Attrappen sind, erkennen nicht, dass es Attrappen sind. Und es geht aber um ihre Rechte. Das bedeutet, die Regeln sind dieselben. Bitte. Einmal die 2, bitte. Hi, ich arbeite im Bereich Informationssicherheit und gerade da gibt es in verschiedenen Unternehmen schon relativ starke Regeln, Vorgaben, Tools, alles Mögliche. Inwieweit gibt es denn jetzt auch schon im Bereich Datenschutz, ich sage auch so ein bisschen Awareness, weil wir auch da in der DSGVO die Regelung haben, man muss angemessene technische Maßnahmen treffen, um Daten zu schützen. Gibt es sowas schon? Wissen die Unternehmen das? Weil im Moment sehe ich gerade im Finanzbereich das noch nicht so wirklich abgebildet.
Ja, gibt es. Meine Erfahrung und ich glaube auch ganz viele Besucher hier setzen sich mit Informationssicherheit auseinander. Ich habe noch kein Unternehmen gehabt, wo nicht mindestens Sicherheitsvorkehrungen sind. Also dass zum Beispiel nicht jeder an den Server rankommt und dass zum Beispiel Personaldaten nicht auf dem Webserver gelagert werden. Es gibt ja ganz viele, also wir haben ja diesen Katalog, der organisatorischen und technischen Maßnahmen, um personenbezogene Daten zu schützen. Dass es bekannt ist in Unternehmen, würde ich, also jeder, der Infrastruktur macht im Unternehmen, jeder, der Admin ist, hat davon von dieser Materie schon gehört. Dass es perfekt ist, natürlich nicht. Datenschutz ist sowieso was sich halt immer bewegt und entwickelt. Also wir müssen da noch viel machen. Ich habe es noch nicht erlebt, dass die Grundlagen komplett fehlen. Ich habe es nur erlebt, dass halt Sachen außer Acht gelassen werden oder dass halt unterm Radar läuft, dass wir Schnittstellenprobleme haben, ja, dass Daten nicht richtig vernichtet werden oder gelöscht werden oder dass überhaupt nicht Daten gelöscht werden und so. Also es gibt es ja. Da muss, so wie die Technik sich entwickelt, so muss auch der Schutz sich entwickeln, der dann auch natürlich nicht nur technisch ist, sondern auch organisatorisch. Also der größte Impact ist immer noch der Mitarbeiter, der keinen Bock hat oder der das nicht versteht, der keine Lust hat oder der tatsächlich in irgendeiner Weise negativ eingestellt ist. Also auch viel arbeite ich mit Mitarbeitern, mache halt regelmäßig Schulungen, bin immer Ansprechpartner. Und das ist so eine Entwicklung, ja. Und ja, gibt es. So, wir haben, unser Slot ist zwar eigentlich vorbei, aber da danach kein Talk ist, würde ich sagen, machen wir noch die 3 und die 4 und dann hören wir auf. Also einmal noch die 3, bitte. Ja, hallo. Ich habe eine Frage, inwieweit der Datenschutz auch auf die Nachrichtendienste zugreift, zum Beispiel Bilder auf WhatsApp, und ob man das durch andere Dienste, wie zum Beispiel, Beispiel Signal oder sowas, umgehen kann. Auf was zugreift? Bei WhatsApp zum Beispiel, wenn man da Bilder schickt von einer Betriebsfeier oder personenbezogene Daten wie Dienstanfang oder Diensttermine. Ja, da gelten natürlich genauso die Regeln der Datenschutzgrundverordnung. Dein Argument ist jetzt wahrscheinlich, aber warum benutzen dann so viele WhatsApp? Man hat ja auch keine verschlüsselte Kommunikation so richtig. Und vor allem auch diejenigen, die das nutzen, leaken viele Sachen. Also ich bin kein Freund von WhatsApp. Wie soll ich das erklären? Also wenn man zum Beispiel, werde ja auch bald das Problem haben, wenn man in Schulen WhatsApp benutzt, sind zwei Sachen erforderlich. Nummer eins, man muss sich angucken, wie sicher tatsächlich diese Technik, also diese Software ist, die einem da zur Verfügung gestellt wird, die man nutzt. Und was noch viel, viel wichtiger ist, diejenigen, die WhatsApp oder andere Messenger benutzen, sollen darüber aufgeklärt werden, was das eigentlich bedeutet. Also es gibt Sachen, die darf man auf keinen Fall machen. Es gibt Sachen, die sind halt gefährlich, dadurch können halt Schäden entstehen und dann gibt es natürlich ein Level, auf dem man das benutzen kann. Aber problematisch ist, wenn man das in der Schule oder auch auf Arbeit oder wo auch immer nicht zum Thema macht, mit welchem Medium man arbeitet und was man tatsächlich da versendet und was nicht. Ne? Also Weihnachtsfeiern sind halt deshalb kritisch, weil es nicht nur um die Weihnachtsfeier, am Beginn der Weihnachtsfeier geht, sondern dann auch am Ende, wenn man viel getrunken hat und wenn man sich, was weiß ich, amüsiert. Ja? Dann haben wir nicht nur ein Problem mit diesem Messenger, sondern haben wir überhaupt ein Problem, dass solche Daten erhoben werden und weiter übermittelt werden, also offengelegt werden. Ergebnis? Ich muss mir die Software angucken, womit ich arbeite und ich muss darüber reden, was ich damit machen darf und was ich nicht damit machen darf. Das ist ganz wichtig. Wir müssen uns austauschen, was geht und was geht nicht. So, zum Abschluss die 4, bitte.
Gibt es eine legale Möglichkeit für Neonazi-Outings? Ich habe das letzte Wort nicht verstanden. Für Neonazi-Outings gibt es da eine legale Möglichkeit? Outing. Outing? Ja. Also es gibt also ja Journalisten. Dann, wenn wir, wenn derjenige, der eine Person des öffentlichen Zeitgeschehens ist, dann ja. Das heißt, wenn derjenige so in das Zeitgeschehen und unser jetziges, was wir machen, womit wir auseinandersetzen, so eine starke Person ist, so einen Einfluss halt auch hat, dann ja. Dann kann über ihn berichtet werden. Das heißt noch lange nicht alle, ne? Sondern nur diejenigen, die sich öffentlich eben auch beteiligen an dem, wie wir in der Gesellschaft zusammenleben wollen oder auch nicht. Ab wann ist die Beteiligung? So, dann vielen Dank an Bea. Dankeschön.